Heute zeige ich drei Arten, wie ihr Bündchen nähen könnt. Erstens, die Seitenkanten aufeinander klappen und einfach mit der Overlock abnähen. Vorteil, geht schön schnell und ihr müsst die Maschine nicht tauschen. Nachteil, die Naht kann ausreißen, wenn zu viel Zug drauf ist. Zweite Variante, die Seitenkanten wie eben aufeinander klappen und das mit einem Geradstich in der normalen Nähmaschine abnehmen. Eine Naht, die von oben nach unten verläuft, muss nämlich nicht elastisch sein. Vorteil, ihr könnt die Nahtzugabe schön flach auseinanderdrücken und die Naht reißt nicht aus. Nachteil, ihr müsst die Maschine wechseln. Und die dritte Variante, ihr klappt die beiden Seitenkanten wieder aufeinander und klappt dann das Bündchen nochmal so zusammen, also die obere und die untere Kante. Und dann hier die Kante abnähen, eben mit der Overlock oder der normalen Nähmaschine. Vorteil, die Naht ist kürzer und wenn ihr es umklappt, liegt das Bündchen gleich mittig gefaltet. Nachteil, es liegen drei Nahtzugaben in eine Richtung und es ist relativ dick. Folgt mir für mehr Nähhacks und schreibt mal in die Kommis, welche Variante gefällt euch am besten und wie macht ihr es?